Ja, ich bin wieder zurück. Wir haben heute den 3. Mai. Ich habe gesagt im letzten Video, ich werde mich etwas später wieder melden. Wir sind jetzt genau bei 79.896 US-Dollar, was eingenommen worden sind. Ja, ich sage jetzt mal 80.000, weil wir haben jetzt 20 Uhr und jetzt kommen wieder ein paar Käufe hinein. Und ja, was habe ich zu erzählen? Es gab massive Probleme jetzt noch im April, was Versandzeiten angeht. Leider hat die USA der Coronavirus so stark getroffen, dass viele Pakete jetzt schon mehr als einen Monat unterwegs sind, teilweise sogar 2 Monate. Das war auch der Grund, warum ich sehr viele Einschränkungen hatte. Also ich wurde doppelt geschädigt letztes Monat eigentlich. Ich gehe jetzt mal auf das letzte Monat. Wir machen den 1. bis 30. April. Du siehst hier leider nicht so viel Umsatz. Wir haben hier ab den 11., 12. siehst du, dass das sehr hinuntergeht und erst dann wieder in die Höhe. Was war das Problem? Kann ich dir auch gleich sagen, der Customer Feedback Score. Facebook hat meine Kunden befragt, ob sie ihre Ware erhalten haben. Und gehen wir mal hinüber. Und leider gab es das Problem, dass, wie du hier siehst, ab den 12. wurde mir gezeigt, hey, meine Kunden sind sehr unzufrieden. Ich bin auf 2,6. Ich habe eine Riesenwarnung gehabt, hey, deine Seite ist kurz davor, viel mehr zu bezahlen für die Werbung, was du ausspielst und, ja. Das wurde leider etwas mehr als eine Woche beibehalten. Und ich habe mir eigentlich gedacht, weil so viele massive Probleme sind, dass ich unter 2 fallen werde. Aber das kann man mitverfolgen. Wir nehmen hier den 12. April, dass ich ab den 12. auch in meinen Store die Verkäufe plötzlich gesenkt habe. Ich habe nicht mehr gewusst, warum erreiche ich so wenig Leute? Warum zahle ich aktuell so viel für die Werbung, obwohl ich normalerweise erst unter 2 dafür mehr zahlen sollte, aber Facebook hat mich einfach davor schon bestraft. Wenn wir jetzt hier rübergehen, du siehst hier, es war nur für sie alles in Ordnung. Und ab den 11. war es einmal schlechter und dann ging es eigentlich bergab. Das heißt, Facebook, die Aktualisierung mit dem Customer Feedback Score dauert ja auch ein bisschen. Ja? Also die haben bestimmt schon am 10. oder 11. gewusst, hey, da passt was nicht, haben mir das aber erst später angezeigt. Genauso war es nach am 19., glaube ich, wurde mir genau, am 19. wurde mir angezeigt, mein Feedback Score ist auf 3,1 in der Höhe. Jedoch habe ich das aber erst am 20. oder 21. dann wirklich live gesehen. Ja? Ich war jeden Tag drin, habe geschaut, wann ändert sich was, weil ich eben dachte, ich falle unter 2, was mich natürlich getroffen hätte. Und ja, ich habe zum Glück einige Lieferungen oder viele Lieferungen, die auch zugestellt wurden, aber es sind massiv viele jetzt schon mittlerweile fast 2 Monate unterwegs und noch immer nicht zugestellt. Riesenproblem USA, in meinem Fall sogar, weil es so Liquid-Cremenprodukt ist, ja, was halt leider nur spezielle Versandgesellschaften aktuell versenden. Aber wie der Feedback-Score dann um den 20. wieder in die Höhe gegangen ist, hast du gesehen, ich habe skaliert und die Werbung hat wieder besser funktioniert. Was habe ich aktuell an meinen Werbeanzeigen geändert? Ich habe nicht mehr viel am Laufen. Du siehst hier, wir haben jetzt gestern, ich habe 362, gebe ich aktuell am Tag aus. In etwa, also 350 herum, 360. Und gestern war auch kein so guter Tag. Heute ist wieder ein bisschen besser. Ich habe aber jetzt noch 4 Stunden für diesen Tag, also wir haben jetzt 20 Uhr. Schauen wir mal, was wir noch hinausholen. Ja? Du siehst hier, manche sind richtig gut. Also dieser Interest-Test, das ist einer, die läuft schon ewig lang. Wenn wir jetzt einmal auf Laufzeit gehen, 262 Käufe und ich habe hier genau noch eine Anzeige drin, die 100 Futter, die aktuell läuft. Und ja, die hat 25 Euro am Tag und die funktioniert einfach sehr, sehr gut. Ja? Und okay, hier stimmt aber etwas nicht. Hier sagt der ausgegebene Betrag 0 Euro, warum auch immer. Wenn wir auf gestern gehen, sagt er auch 0 Euro. Okay, aber er hat auf jeden Fall ausgegeben. Hier stimmt gerade aktuell einfach etwas nicht, weil du siehst hier, ich habe die Käufe. Wie auch immer, was habe ich noch? Ich habe eine Broad, das ist eine Anzeige, die kannst du testen, wenn du 1-200 Käufe hast. Zeige ich dir auch noch kurz. Der läuft aktuell mit 300. Ich habe gestartet mit 50 Euro am Tag, dann auf 100 Euro und dann auf 300 Euro. Ja. Was macht man hier? Du gibst einfach nur ein Tagesbudget ein. Du sagst, du schließt die Käufe aus der letzten 14 Tage im Normalfall. Ich muss leider aktuell wegen der Situation die letzten Käufer der letzten 65 Tage ausschließen, weil ich sehr viele habe, weil sie ihre Ware noch nicht erhalten haben. Also wenn man dann wirklich zu schaffen macht, aber auch das werde ich überstehen. Und dann habe ich noch Streckengeschäft ausgeschlossen. Du siehst, ich habe keine Zielgruppe hineingegeben, kein gar nichts. Ich habe sogar alle Platzierungen und habe das Conversion-Fenster auf 7 dagelassen. Mehr habe ich nicht gemacht. Ja? Und diese Anzeige läuft sehr gut. Ich habe auch einen Coaching-Teilnehmer, bei dem wir das gerade testen. Und die funktioniert einwandfrei. Das ist so genial, wie das aktuell läuft. Ja? Das ist eben alles, was ich momentan so am Laufen habe. Ist wirklich nicht viel, aber ich muss jetzt warten. Ich arbeite aktuell mit CJ Dropshipping.
die mir jetzt eine Versandgesellschaft, wie soll man sagen, erhalten haben, nein, die mir eine Versandgesellschaft gecheckt haben, die aktuell nach Amerika innerhalb von ja, 20 bis maximal 30 Tagen liefert. Das ist aktuell so das Schnellste, was wir zusammenbekommen. Und jetzt, wenn das wirklich so hinhaut und das alles gut läuft, dann werde ich auch hier wieder erhöhen und natürlich mehr Budget hinaushauen. Aktuell bin ich aber ruhig Blut. Ich wollte dir nur zeigen einfach, gehen wir hier nochmal zurück, dass ich eben von Jänner bis jetzt, also bis 3. Mai, dass wir das nochmal sehen, knapp 80.000 Euro umgesetzt habe, oder Dollar. Und ja, auch einen sehr guten Profitspanne von in etwa 25.000 würde ich jetzt schätzen. Ich müsste das nochmal genau berechnen, ja, aber das wäre so in etwa. 20.000, 25.000 sind es garantiert schon. Könnte um einiges mehr sein, das sollte normalerweise mindestens der Monatsumsatz sein, jedoch Corona hat hier halt richtig reingeschissen. Soll so sein, wenn Corona wieder vorbei ist, wenn sich ja das alles bessert, ja, dann werde ich mich nochmal zurückmelden und dann werden wir eine neue Skalierung angehen und dann zeige ich dir, wie das eben richtig geil funktionieren kann. Das war es jetzt auch schon zu dieser Seite. Ich wollte nur dir zeigen, okay, 80.000 sind möglich, ganz easy, auch mit der Skalierung, einfach wenn du so weiter machst wie ich.